Jetzt gib mal nicht an, ne? Komm her. Meine Schwester wird am 5.11. 5 Jahre alt. Meine nicht. Ja, du hast, doch, du hast eine, aber du hast keine junge Schwester. Oder? Nee, doch, sie ist jünger wie ich. Oder? Nein, meine Schwester ist jünger. Echt? Das hier wäre älter. Ja. Hat die denn, ach, nee. Ich bin der. Bist du das älteste Jüngste Kind? Von allen. Nein! Entschuldigung. Tut mir leid. Doch, ja, bin ich. Siehste. Geht doch. Weil das hätte sonst nicht gepasst. So, wenn dein Bruder nicht jünger ist als du, deine Schwester jünger ist, also, nee, wenn beide jünger sind als du und ich dich gefragt habe, du der Älteste bist, dann würde es ja nicht passen, wenn du sagst nein. Ich weiß. Guck mal, ich stehe. Guck mal, ich stehe im Feuer. Von Elfen adoptieren lassen. Na klar, für mich seid ihr Frühstück und für meine zwergische Streitag Mittagessen. Danke, Daddel. Wenn es uns werden verspeist. Ich bin ja kein wirklicher Elf, also ich bin davon ausgenommen. Natürlich. Hallo? Ja, das ist ja immer, da steckt auch tausend andere Sachen mit drin. Ja, also aber dein Hauptanteil ist in Gott sei Dank mütterlicherseits. Gott sei Dank. Ja, das ist Gott sei Dank, das bin ich mir nicht so sicher. Naja, möchtest du lieber die Hygiene von deinem Vater haben? Von Bingo? Nein, bevor ich jetzt direkt hier von der Brücke. Was? Nein, bitte nicht, mein Sohn. Nein, ich meine ja nur, wenn das so wäre. Siehst du. Ich hab ja nur gesagt, bin. Dann bin ich ja beruhigt. Weil so schnell finde ich keinen anderen guten Sohn. Ja, okay, sagen wir leiblichen Sohn. Die anderen sind ja nur so komische Abklatsch. Ja. Ist irgendein Anteil an Kaya Mischig oder Zwergisch? Ja, Zwergisch. Was ist denn von Zwergisch? Von Urgroßonkel, Gimli ist ja zu dieser Zeit. Ja. Ach ja, das passt ja gar nicht. Gott, wie hieß denn der eine Zwerg nochmal in dem einen Buch? Oder? Wer weiß, wo der kleine Gimli überall war? Nee. Gimli ist ja noch relativ jung, glaube ich. Also für einen Zwerg gesehen. Meine ich. Hm? Doch. Ist eigentlich noch relativ jung sein. Keine Ahnung. Alles gut? Alter Mann? Ja, ja. Sicher, hast du was anderes gehört? Nee. Das siehst du. So. Und da wir jetzt hier alles erledigt haben, dürfen wir jetzt zurückreiten. Und guck bitte mal auf deine Karte, um zu gucken, ob hier wirklich alles erledigt ist. Für dich, meine ich. Ja, ich habe jetzt hier nichts mehr. Okay, das ist gut. Dann können wir jetzt durchreiten. Ja, dann zieh zu. Ja, ich bin doch schon dabei. Wer ist denn hinter mir? Du oder ich? Wir sind jetzt irgendwie beängstigend. Wieso? Also die Architektur hier ist echt für den Arsch. Welche Architektur? Architektur. Oh nein! In diesem Fall wollte ich das tatsächlich mal nicht, aber... Ja, aber das war doch nur mal die Abkürzung. Fährt ja, aber rein. Ich bin hinter diesen Dingern gelandet, also hinter diesen Zaunpfählen, sag ich mal. Ich wollte eigentlich direkt drauf landen. Wäre vielleicht nicht so gut gewesen. Naja. Oh scheiße, mein Pferd ist bald tot. Oh nein, frisches, fettes, nein. Fettes, frisches Fass, bitte. Entschuldigung, fettes, frisches Fass. Ja, ich sehe den Namen nicht, deswegen kann ich das... Alles gut, alles gut. Galoppa, 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 Galoppa. Sina baut wieder ihr Bett um. Echt? Ja. Muss ja bequem sein. Weißt du, das war vorhin auch da, mal, weißt du? Frisches, sucht den Hund. Ja, und liegt bei dir im Bett. Ich komme hoch und Leo liegt genau da, wo ich immer liege. Genau da, wo mein fetter Arsch immer liegt. Also wo ich, ne? Direkt zwischen Kissen und Bettzeug. So genau dazwischen.
Und sie sieht mich nur und ich sehe schon die Panik in ihren Augen. Ungelogen. Ja, sie muss das ja lernen. Sie darf ja nicht in mein Zimmer eigentlich. Und sie will wirklich sie überhaupt nicht mehr bewegt. Und sie so nach dem Motto, wenn ich mich nicht bewege, dann sieht Frauchen mich nicht. Mami sieht mich nicht. So, ich den Hund erstmal aus dem Bett getragen und sie dann mit eingezogenem Schwanz, das hat mir so leid, aber sie mit eingezogenem Schwanz dann raus. Oh, ich dachte, ich musste ja schimpfen, leider. Also, zumindest sagen so, Cleo, das war falsch. Aber, ach Gottchen. Das Schlimmste ist jetzt nur, die Katzen wollen nicht mehr im Bett liegen. Bis der Hund riecht. Die Katzen liegen jetzt alle im Wohnzimmer. Aber wenn du nachher im Bett liegst, dann kommen sie auch wieder. Nee, die sind sauer auf mich. Wie kann ich zu Diensten sein? Nee, was kann ich für euch tun? Die Viecher sind Buch 2, Kapitel 4, ne? Was? Buch 2, Kapitel 4. Ja. Yeah. Warum muss ich ja mal lesen? Wie kann ich zu Diensten sein? Wollt ihr mich verarschen? Nein, ernsthaft? Ja. Ach, okay. Sucht auf dem Gipfel der Wetterspitze nach ungewöhnlichen Dingen. Ja, dann kannst. Oh, scheiße. Ja, dann hätten wir nur einmal kurz warten müssen, ey. Okay, alles gut, machen wir gleich. Muss aber erstmal lesen. Ein weiterer Brief, der in der schwarzen Sprache verfasst ist. Und auch dessen Bedeutung bleibt mir wieder verborgen. Im Gegensatz zum letzten Brief trägt dieser jedoch das Zeichen der weißen Hand. Ich muss herausfinden, welche Nachricht sich da. Dies ist keine Aufgabe für euch. Ich bin endlich auf Informationen über den Aufenthaltsort von Radagast gestoßen. Aber es gibt da etwas, das ihr zuvor sehen solltet. Es gibt wunderbare Elfen. Man kann diese so schön abschlachten. Wunderbare Elfen. Und diese kann man abschlachten. Ich halte zwar nichts davon, Elfen abzuschlachten, aber Daddel, geil. Echt geil. Danach sind sie auch super, super tot. Super, super tot. Hallo Nox. Schön, dass du noch zu so später Stunde reinschaust. Wer? Nox. Nox ist da. Nox. Nox. Ja, sagt mir jetzt gerade nichts, aber trotzdem auf jeden Fall natürlich hallo. Was? Natürlich kennst du Nox. Ja? Ja, natürlich. Natürlich kennst du Nox. Nox, ja, wir haben uns auch letzte Woche einen umgehangen. Ja. Ich fällt's mir wieder ein. Aber Urlaub. Ui, das ist geil. Super todschrei. So, achso. Nox Angel, doch, ja, natürlich, klar. Ja, ich sag ja meist nur noch Abkürzung. Also, ne? Ja, ich bin auch kurz rausgetappt. Weil ich kann das ohne das Spiel. Wenn ich noch nichts kann, aber das kann er. Ja, das kann ich nicht. Ich kann zum Beispiel nicht raustappen. Ja, du hast 1000 Sachen auf. Ja! Bedingt durch den Stream, natürlich. Ja! als ich aus den östlichen Ländern zurückkehrte, wurde der Nachthimmel über der Wetterspitze von hellen Blitzen aus weißem Licht erleuchtet. Genau bei einem Gewitter. Scheiße, was habe ich genommen, ey? Ja. Doch keine einzige Wolke verdunkelt den Himmel. Ich glaube nicht, dass es ein gewöhnlicher Sturm war, der Amon Sul in dieser Nacht heimsuchte. Ich möchte, dass ihr diese Ruinen auf der Wetterspitze untersucht. Vielleicht findet ihr ja etwas. Wenn er etwas Ungewöhnliches entdeckt, dann kehrt unverzüglich zu mir zurück. Was willst du von mir? Ich will dich zulabern. Ja, merke ich. Ja, dann hier, auf da jetzt. Los, zieh zu. Hopp, hopp. Ich darf doch wohl meinen neuen Bogen ausrüsten, ja? Ja, bitte. Ja, hab ich. Ich habe auch einen neuen Bogen. Ist der besser? Ja, um einen Punkt jeweils, also. Nee, aber den nicht. Nee. Also bei mir schon. Der alte, also den wir ja geschenkt gekriegt haben, 31 bis 56, der neue 32 bis 57. Den hatte ich nicht. Ja gut, du bist aber auch eine andere Klasse als ich. Ich weiß. morgen mit den Kindern aufstehen und vorschlafen lassen. Jo, klingt gut. Kennst du das auch, wenn deine Finger abends zu fett sind und du die Ringe nicht mehr abkriegst? Ja, das Witzige ist, mal passt der Verlobungsring richtig gut, so wie jetzt gerade, und dann gibt's Tage, da rutscht der sowas von vom Finger. Ich
Schließfächer. Den einen Ring, also den ihr auf dem Mittelfinger habt, der passt auch perfekt. Aber der andere, den ich natürlich schon seit Jahren habe, der geht mal ab, mal geht er nicht ab. Ich meine, den will ich eigentlich so nicht ab, aber... Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall... Luna ist wieder da, Luna. Luna, du hast viele neue Versionen von Schließfächer verpasst. Unter anderem Kaffeebecher oder irgendwie sowas. Ne, Kaffeetasse, stimmt, ne? Ja, Kaffeetasse. Kaffeetasse oder sowas. Daddl hat auf jeden Fall neue Sachen erfunden für Schließfächer. Also, Daddl ist hier definitiv unser Kreativ-Man. Ja, definitiv. Da musst du noch irgendwie so ein Abzeichen oder so für erstellen. Das kriegt er. Ja, das Problem ist, ich kenne halt dass die einzigen Abzeichen, die ich halt ändern kann oder reinpacken kann. Er kriegt ein Abzeichen, Punkt. Ich kann ihm versuchen, ein Emote zu erstellen. Das könnte ich versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, weil ich keine Grafikerin bin. Ich kann weder zeichnen noch sonst was, aber ich kann es versuchen. Ich kann dir ein Strichmännchen malen. Ja, das kann ich dir auch zeichnen. Aber meins ist echt schlechter als dein. Das wage ich zu. Werde ich VIP. Daddl, du bist doch schon VIP. Ich mal den gleich ein und dann zeige ich dir das. Daddl. Nein, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Bin zu anstrengend. Du bist schon fast Ober-VIP. Weißt du das? Weißt du, was das Schlimmste ist, dass wir jetzt wieder zurückrennen müssen? Ich bin ein Kummer-Unfall. Ja, sau. Sau. Wir können ja unsere... auf der Fahne von South Park. Die kenne ich nicht. Die entschließt auch so machen, Beine. Dass du es als Emote machen kannst. Das wäre cool. Ah, nimmst du wieder die beinbrecherische Route? Ja. Oh, das wird aber diesmal... Ja, das könnte Hardware. Ah, wir schaffen das. Hoff, Marie, los! Oh Gott, das tut mir so leid. Oh, scheiße. Ah, scheiße, ich habe mich getötet. Jetzt ernsthaft? Ja. Da warst du hoch für mein Pferd. Nein! Ich hab's geschafft, Kumpel. Nein! Nicht doch, ernsthaft. Ich lebe noch. Ja, ohne Scheiß. Keine HP abgekriegt. Kein gar nicht. So, warte. Oh, Scheiße. Ja. Warte da mal. Ja, ich warte. Warte da mal, das kann ein bisschen dauern. Ah, du hast dein Pferd zu Fuß gefunden. Ja, ich merke das schon. Es ist halt kein Rosmarin, ne? Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da musst du einsehen. Na, scheiße, ey. Puh. Wir treffen uns beim Ring, der auf der Map ist. Ja, warte, ich werde gerade von so einem Schwan angegriffen. Ja, ich auch. Glaube ich. Hier auf dem Ring, da... Ja, da wo wir zurückgekommen, also hergekommen gedings jetzt. Ach so, sind. Bei dem Typ da. Ja. Ich werde jetzt von Düsseldorf nach Frankfurt. Das ist der richtige Weg, ey. Mach das, viel Spaß dabei, Luna. Was macht sie? Sie flattert jetzt von Düsseldorf nach Frankfurt. Dann komm gut an. Ich hab dir mal den Link von Surfspark gesendet. Danke, Daddl. Guck ich mir dann nach dem Stream mal an. Ich bin bei dem Typi. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Hä, wo spawnst du denn? Bei der Herberge. Nein. Ich will wetten, wie oft ich abstürze. Nein. Doch. Ich bin gerade von der Herberge hier wieder her. Ich sage 2 bis 3 Mal, dass du abstürzt. Ich habe ganz viel Vertrauen in dich. Ach. Sie meint es beim Simulator oder was? Ja. Oh, ich dachte, sie fällt jetzt wirklich dahin. Nee. Yay. Ich glaube mich jetzt direkt aus dem Kommen wieder. Oh, riskier ich's? Sorry, Luna, falsch verstanden. Riskier ich's? Ich stehe hier oben. Ja, nicht bevor du da immer wieder 1000 Mal anfängst, lass es. Geh lieber den lang, aber den sicheren Weg. Was ist hier schon da passiert? Ach, da bist du doch. Ich bin da runtergefallen. Wie schön, dass sich das so freut. Was kann ich für euch tun? Hui. Okay. Hui.
Und das ging in die Furt. Was? In die Bankhochhäuser von Frankfurt, woran erinnert mich das? Das ist der neue Flugsimulator, also der aktuellste? Ich glaube, oder? Weiß ich gar nicht. Luna, ist das der neue? Oder ein älterer? Ich weiß es leider gerade nicht genau. Jupp. Der neueste. Ich weiß nicht, es gab damals bei Steam auch Microsoft Flight, ich glaube X hieß das. Ich weiß gar nicht, warum es das nicht mehr gibt, das war cool. Da sind wir auch noch mit 20 Leuten und so eine kleine Cessna und dann brumm. Einfach nur nebeneinander fliegen, aber war so gechillt, dann brumm, zu dem Teamspeak, brumm, schöne alte brumm, Zeit. Brumm, die brumm, die brumm. Ja, hier brumm, Buch 2, Kapitel 5 annehmen, ne? Ah, ihr habt etwas gefunden. Lasst mich mal diesen Steinreiber sehen, den ihr gemacht habt. Es sind gewöhnliche Runen, doch ich weiß nicht, was sie bedeuten. Leider kann ich daraus nichts über den Blitz schließen, doch er sagt etwas über dessen Ursprung aus. Vermutlich dieselbe Person, die dafür verantwortlich ist, dass ihr zu mir gesandt wurdet. Mysteriös, mysteriös. Mysteriös! Also annehmen oder? Okay. Du musst das erste nehmen. Gefährten. Das andere ist Solo-Aufgabe. Wie kann ich zu Diensten sein? Ja, nee, ich auch nicht. Ich finde mich eh nicht zurecht in dem Spiel, wenn ich da noch alleine irgendwas machen muss. Kaputt. Okay. Aber ich muss doch noch mal eben aufs Klo. Ja, bei dich. Ja. Du hast so lange Zeit, wie ich lese. Also, zack, 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 wir essen zeitig. Jawohl, bis gleich. Oh, scheiße, ey. Ich habe Neuigkeiten von Radagast, aber ich muss euch erneut um Hilfe bitten. Der Brief, den ihr aus Raussprung gebracht habt, berichtet von den wahren Zielen der Orks. Wir wollen die Kontrolle über Amon-Su erlangen. Ork-Streitkräfte sollen sich bald auf den Vormarsch zum Gipfel von Amon-Su begeben. Sie werden sich im Schutze der Nacht bewegen und sich in einer großen Gruppe bewegen, wobei sie entlang des Weges kleinere Einheiten postieren werden. Wir haben keine Chance gegen diese Streitmacht, solange sie vollständig ist, doch könnten wir etwas anrichten, wenn sie zersplittert sind. Sie wollen ein Lager errichten, welches ihnen einen Aussichtspunkt über die gesamte einsame Lande verschafft. Wir müssen ihren Plan aufhalten. Sammelt Verbündete und kehrt zu mir zurück, wenn ihr bereit seid. Gemeinsam werden wir Amon-Su erklimmen und ihren Anführer Ringul besiegen, bevor er den Willen seines Meisters folgen kann. Erster Absturz. Oh je. Oh je, ich glaube... Das wird nichts. So. Wie kann ich zu Diensten sein? Wenn ihr bereit seid, dann zeige ich euch den Weg. Wir müssen aber schnell sein, sonst gelingt den Orks, was immer sie Schlimmes vorhaben. Okay, jetzt müssen wir warten. Bies, ey. Das Kaya, die Kaya-Lacke wieder da ist. Warum springt mein Internet? Gute Frage, nächste Frage. Ach ja. Und dann kann ich währenddessen mal ein paar Tabs schließen, die ich hier so offen habe. Bremsen gedrückt halten, bis der Schub auf Maximum steht. Den Bremsen lösen. Dieses 250 km/h. Eieiei. Also ich könnte es auch nicht, gebe ich ehrlich zu. Wäre da auch zu blöd für. Im wahrsten Sinne des Wortes blöd. Glaub, bei mir wäre es komplett. Ui. 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 Das wäre bei mir Standard. Was hatte ich gerade? Eieiei.
So, warte, das kann ich einmal schließen. Start Nummer 2. Viel Glück, Luna! Viel, viel Glück! Wir glauben alle an dich! Hallo? Hallo? Hallo. 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 Mein Name ist Jo. Svetlana. Oh, Svetlana. Svetlana. Wollen Sie mit auf große Fahrt? Große Fahrt. Ich will aber große Fahrt. Große Fahrt. Ja, wo muss man jetzt überhaupt hin? Ja, ich weiß, große Fahrt, aber wohin genau? Verschaffe ich uns hier sitzt. Und dann üben wir das in aller Ruhe. Am Ende parkst du auch du den Jet unter dem Vordach des Casinos. Ah, ich glaub nicht. Okay, wir können jetzt reisen, wenn du bereit bist. Was? Ja, du musst erstmal durchklicken. Gefährtengruppe, okay, dann jetzt, weiter. Jetzt reisen, ja. Das heißt, es könnte jetzt wahrscheinlich nochmal Story kommen. Wetterspitze. Ja. Einst Wachturm der Dúnedain. ist nun Zufluchtsort der Orks. Kandaid der Waldläufer will ihren Stützpunkt in den Wetterbergen zerschlagen. Jo, bin ich mal mit am Start, ey. Jo! Warte, beweg dich nicht. Beweg mich nicht. Wir stehen, ey. Was denn? Ah, jo. Ja, ich habe einen Screenshot gemacht. Wir sind ein Hybrid. Okay. Absitzen? Absitzen. Ist eine Instanz. Ist mein Gehört. Nee. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wir müssen uns beeilen. Wir haben die Anführer die Oka auf dem Planken und Wetterspitze zusammengedrängt. Wenn es uns gelingt, sie zu besiegen, dann verlässt die gesamte Gruppe der Mut und sie werden sich winseln zu ihren Meistern im Süden zurückziehen. Seid aber vorsichtig, man weiß ja nie. Oh, scheiße. Ich hasse es, wenn ich mich beeilen muss beim Lesen. Entschuldigung. Drück niemals etwas einfach weiter. Niemals. Ich werde es nie lernen. Niemals. Ich werde es nie lernen. Ich finde es gut. Ich hasse es. Tut mir leid. Aber guck mal, wie vermöbeln die doch alle. Ist doch alles richtig. Mein Augenlid zuckt schon wieder wegen dir. Ja, das sehe ich gar nicht. Aber... Du siehst ja gleich noch dein Haus in Haus Flipper. Ja. Ja, würde ich sagen, machen wir nach der Quest dann Schluss mit Helen. Ja, können wir machen. Und dann zeigst du mir das noch. Können wir machen. Jetzt habe ich mal eine kurze Frage noch mal vorweg. Ja. Sehe ich dann gleich etwas Schönes oder willst du mich spielen? Du siehst was Schönes. Okay, du hast gezögert. Das ist schon mal nichts Gutes. Ich habe getrunken. So kann man es auch nennen. Nein, ich habe wirklich getrunken. Ja, ist auch in Ordnung. Ich hatte den Mund voll. Trinken muss ja sein. Also, Luna weiß, was sich erwartet. Ob ich das jetzt beruhigen soll, weiß ich natürlich top. Ne? Also Luna hat mit dazu beigetragen, dass das Haus so wird, wie es ist. Ob mich das jetzt beruhigen soll, weiß ich trotzdem nicht. Ich wiederhole mich nochmal. Und. Ja, Luna fliegt doch gerade. Luna kann ja nur eins. Obwohl ich mich eigentlich echt ungern wiederhole. Und Bezaubernd hat auch mit dazu beigetragen. Sogar ganz viel. Der war eigentlich so der Ideengeber. Und Frutus war auch mit dabei. Und Dudley hat eigentlich in erster Linie nur den Kopf über uns geschüttelt. Und. Dann werde ich wahrscheinlich dasselbe tun. Und Duft des Streams war auch mit dabei. Der hatte auch das Teil mit beigetragen. Und wer davon ist Innenarchitekt? Keiner. Ich? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Doch. Deswegen schließe ich in Hausflipper meine Aufträge auch immer so mit Bravour ab. Wir müssen uns sputen. Der Pfad teilt sich dort vor vorne. Ich werde den rechten Weg entlang gehen, ihr den linken. Und wenn alles gut geht, dann treffen wir uns auf dem Gipfel der Wetterspitze. Wartet, bis ich aus der Sichtweite bin, bevor ihr losgeht. Denkt daran, wir müssen die Anführer töten, wenn wir sie wirklich schlagen wollen. Benutzt die Fackeln, die ihr bei der Scheiterhaufen auf dem Pfad findet. Damit erregt ihr die Aufmerksamkeit der Orks.
Bip, Hoss und Mutz auf. Überhaupt noch Vogel. What the Vogel? Er macht das Ding auf, das läuft auf Zeit. Hey, hä? Cannabis, du. Also, wir sollen links gehen, ne? Ja, der rechte Weg will ich auch nicht gehen wollen. Ach, komm hier, das müssen wir anzünden. So läuft jeder ab. Huch! Da ist Tauben. Das sind doch keine Tauben. Mir doch egal. Hier, die Tür dich an. Die Orks sind los! Die Orks sind los! Metzelt sie nieder! Absturz Nummer 2, oh je. Luna, du hast nur noch einen Versuch, ne? Also Pilotin solltest du nicht werden. Mann, ich nicht mal böse. Ich meine, ich bin ja auch kein Maurer, weil ich es nicht kann. Ach nee, du kannst gar nichts. Doch, kochen kann ich. Du kannst ihn nicht beurteilen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sagst du, ja, dass du kochen kannst. Hast mich ja nicht, hast mich ja nicht gelassen, wo ich da war. Du, es lag nicht an mir. Butches hatte die Essenspläne gemacht, er wollte grillen. Ja, das nächste Mal lass mich das machen. Grillen? Garantiert nicht. Das lass du nicht machen. Nee, grillen kann ich nicht gut. Bin ich ehrlich, das ist nicht mein Ding. Aber kochen? Ja. Wechsel mal das Flugzeug. Das ist mein fucking Job. Hey. Ich sterbe gleich. Die Ochsen sind alle kaputt. Hier, so tröd. Tröd jetzt. Ja, nochmal. Wir wiederholen es nochmal. Wir sterben gleich. Also ich. Quatsch. Machen die alle auf Platz? Oi, oi, oi. Du bist vergiftet. Ja, und? Kann ich nichts dran ändern. Wolltest du nur mitteilen? Lass mal kurz warten, damit du dich heilen kannst. Ich glaube, ich sinnvoller, oder? Die Fackel läuft aber auf Zeit. Ich habe auch eine. Der eine läuft auch auf Zeit. Außerdem hast du keine mehr, weil hier ein Kampf ist. Deswegen verlieren wir gerade die Fackel. Super. Ja, ne? Also, gut, okay. Meine Fackel läuft noch. Also, ich renn kurz voraus. Ja, mach das. Ich halte sie auf. Zur Not können sich ja mein... Ach du Scheiße! Maus! Willkommen! Was? Es gibt wunderbare Lunas, 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 wunderbare Lunas, Lunas, Lunas. Deine Luna kann super, super abstürzen. Super, super, super ab. Super, 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 super abstürzen. Abstürzen, abstürzen, super, super abstürzen. Sehr geil. Ja. Aber ob Abstürzen jetzt so gut ist, weiß ich ja, nicht. Ja, aber es kommt ja auf den Reim an. Für Luna ist es nicht gut. Vor allem, weil ich gesagt habe. Das meine ich ja damit. Wir wollen ja nicht, dass sie abstürzt. Das ist ja nichts Positives. Das ist nicht persönlich. Aber es geht um den Reim. Es geht um den Reim an sich. Dass Luna abstürzt, hoffe ich selber nicht. Das meine ich doch die ganze Zeit. Ja, ich erkläre mich doch nur. Komm, ich schreie erstmal eine Runde. Ja, ich sterbe gleich. War doch nicht immer so negativ. Ich sterbe gleich. Ich habe nur 300 HP. Jetzt warten wir eben hier. Ja. Oh. Der kam angerannt. Soll ich warten? Bis er dir hinten ins Kreuz fällt oder was? Du bist einfach nur aggressiv und willst alles töten, was dir nicht querkommt. Der kam hinter dir hergerannt. Der kam von vorne. Der kam hinter dir her. Schrei nicht, die hören dich sonst. Oh. Schrei halt leise. Hä, was ist... Ach komm schon, nee, das ist nicht dein Ernst. Das ist der. Einer der Oberbubis. Bubbeln wir ihn mal kaputt. Nein! Was ist passiert? Wie, was ist passiert? Scheiße, du musst kurz durchhalten. Ich komme zu dir geritten. Hallo, der Pedopenner, hau nicht ab. Ich weiß nicht, entweder bin ich gerade gestorben. Der ist so gut wie tot, warum haut er ab? Ich bin gerade gestorben. Flieht.
Okay. Ich bin gerade gestorben. Dann glaube ich. Ich bin nämlich am Anfang gespawnt. Nee. Das Telefon. Das geht jetzt zum. Seltsam. Ja. Aber du lebst ja noch, ne? Ja, ich warte hier. Jetzt kommt er wieder? Ja, abkommen. Weil ich weg war, wahrscheinlich. Und wir den zusammen singen. So. Er ist tot. Du, dann mach ich sofort. Hat das jetzt auch für dich gezählt? Ja, hat auch für mich gezählt. Besiegt Mutz. Das geht nicht auf Zeit, oder? Die Instanz? Nee, okay. Besiegt Mutz. Weil, ja, ich muss Kniebeugen machen. Kannst du nicht was Weg sagen? Die alten Knochen. So kann ich nicht arbeiten. So. Wenn wir den Distanz fertig werden. So, und jetzt stell dir das vor, dass ich das bei Castro machen muss in F14. Ich jetzt? Was? Nee, du doch nicht, sag mal. Nein, ich soll mir das vorstellen. Oder was? Ihr! Nicht du! Ach, ihr! IHR! Das erinnert mich am Boss Ness aus Episode 1. Du machst mich fertig, ey. Ich hab eins gesagt. Ich habe überhaupt nichts. Gesagt, ich habe gar kein Auto. Nee, das stimmt. Start rein mit dem neuen Flieger. Viel Glück. Du bist gelegen, nicht abstürzen. Ja, das ist dein letzter Versuch. Versuch! Zumindest damit ich die Wette gewinne. Ich habe gewettet 2 bis 3 Mal. Ah. Okay. Ja, ich dachte vielleicht gibt das Luna Mut. Wenn du gegen sie wettest? Wenn ich weniger wette. Ah. Weil wenn ich jetzt gesagt hätte 20 Mal, das macht doch keinen Mut. Das. Ja. Ich tritt noch mal eine Runde. Du sollst kämpfen, nicht tröten. Das ist zu geil. So, wo soll es jetzt hier weitergehen?